Ja, schönen guten Tag, liebe Freunde. Pressekonferenz nach dem Spiel FC an der Fahner Höhe gegen den SV 09 Arnstadt. Ich begrüße ganz herzlich den Trainer unserer Gäste, Tobias Kruse. Und ich begrüße natürlich auch unseren Trainer, den Herrn Hauswald. Und los geht's vielleicht mit der Einschätzung des Spieles durch unsere Gäste. Herr Kruse, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Klar, glücklich nach dem Spiel, mit dem Sieg, mit dem Spielverlauf, nach zwei Minuten lief viel für uns. Und dann haben wir uns, muss man ganz klar sagen, über weite Strecken des Spiels sehr schwer getan. Ich muss ganz klar sagen, dass Arnstadt heute auch nicht unverdient einen Punkt hier geholt hätte, wenn es 0-0 geblieben wäre. Dann haben sie es sehr gut gemacht. Dann in den Räumen, wo es wichtig ist, uns das Leben schwer gemacht, gut angelaufen und wir haben es eigentlich, ja, viel zu selten geschafft wird, die Überzahl einfach zu nutzen, um uns da auch wieder mehr Chancen zu kreieren. Waren zu lethargisch, zu langsam den Ball laufen lassen. Ja, jetzt, wie gesagt, im Nachhinein sind es dann ja, schöne Siege, aber müssen sehr demütig bleiben, weil gerade im Spiel nach vorn, grundsätzlich, aber auch vor allen Dingen heute, ist noch viel, viel Luft nach oben. Ja, vielen Dank. Unser Trainer Martin, vielleicht sagst du was zum Spiel. Sicher bitter für uns. Ja, du nimmst ja, in jedem Spiel, aber natürlich in so einem Derby einen gewissen Charakter, ganz einfach auch immer was vor, hast einen Plan, willst das angehen, dann ist das nach zwei Minuten so einigermaßen hinfällig. Das ist natürlich dann immer erstmal schwierig, da wieder reinzufinden. Das haben sie wirklich sehr ordentlich gemacht, sehr schnell gemacht, nach der roten Karte sich gewehrt, ganz einfach. Das war sehr, sehr positiv. Ja. Manchmal ist es halt leider so im Fußball, dass das Ergebnis nicht unbedingt die Leistung widerspiegelt. Also wenn einer liest 2-0, dann ist das so, okay. Aber ich sage auch, auf die Leistung können wir sehr, sehr stolz sein. Es bringt uns jetzt nichts. Wir haben halt nichts geholt, das ist klar. Aber ich glaube, wie mein Trainerkollege schon gesagt hat, ein Punkt wär drin gewesen, wäre machbar gewesen, wäre vielleicht verdient gewesen. Das ist einfach sehr, sehr schade, aber die Leistung der Mannschaft ganz einfach war sehr, sehr ordentlich. Ja, vielen Dank. René Röder begrüße ich von der Thüringer Allgemeinen. René, ich wollte gleich mal ein paar Fragen stellen. Ich habe mal eine Frage, ja. Wie kam das mit den Leibchen zustande, mit den Trikots? Gab es ein Abstimmungsproblem oder ist das eine ganz zufällige Sache gewesen? Ja, kannst du das sagen? Dazu? Martin? Nein, das Problem ist, Problem. Wir haben Capelli, haben bis jetzt da nur einen blau-schwarzen Satz. Fahner Höhe ist meine Information, hat blau und schwarz. Ja, und wir konnten mit keiner anderen Farbe spielen, deswegen ist die Lösung, soweit ich es zustande gekommen. War ganz normal und einvernehmlich oder gab es da? Das weiß ich nicht, da war ich nicht dabei. Im Endeffekt ist ja wichtig, dass wir gespielt haben. Es lag jetzt nichts, also es ist jetzt nicht unbedingt schön, dass es da auch wichtig ist, dass das Spiel vernünftig stattgefunden hat. Es war ein tolles Spiel, auch für die Zuschauer. Wie schon gesagt, und das ist jetzt nicht optimal mit den Leibchen, aber es war trotzdem ein sehr vernünftiges Fußballspiel. Vielen Dank. Und zum Elfmeter, wie habt ihr beide das gesehen? War es ein sonnenklarer Elfmeter, die rote Karte berechtigt? Oder wie kann man das einschätzen? Ist ja eine spielentscheidende Szene zu dem Zeitpunkt gewesen. Ja, absolut. Gab, glaube ich, weiß nicht, am Wochenende oder auch gestern im Supercup gab es auch einen Elfmeter, wo es dann auch eine rote, oder am Wochenende war es, glaube ich, eine rote Karte. Ein Elfmeter, glaube ich, hat ihn schon berührt, zumindest habe ich so wahrgenommen. Dann gleich auch in der zweiten Minute, dann noch rot hinterher zu ziehen, ist schon hart, muss man sagen. Dachte man auch manchmal so ein bisschen Elfmeter und rote Karte, beides so eine Doppelbestrafung, war ja auch mal so ein Thema. Ich weiß nicht, ob das immer noch so aktuell ist. Wie gesagt, wir haben das erstmal in dem Moment gerne angenommen. Ich glaube, uns hätte dann das Tor gut getan, aber ja, im Nachhinein immer ein bisschen schwierig. Aber für Arnstadt war es natürlich eine bittere. Hat das Spiel ja dann viel spannender gemacht, dass der Elfmeter nicht reingegangen ist. Ja, aber sicherlich dann auch den Plan, den Arnstadt hatte, so ein Stück weit auch durchkreuzt, weil mit 88 Minuten einer weniger ist nicht so einfach, vor allem auch ein wichtiger Spieler. Martin, willst du noch was sagen dazu? Für mich ist ein klarer Elfmeter, darüber müssen wir nicht reden, was ich schade fand, wie Tobi schon gesagt hat, ein bisschen Fingerspitzengefühl, vielleicht ist er auch noch zu jung, der Schiedsrichter, aber vielleicht gebe ich da auch nur Geld, weil man eben doppelt bestraft ist. Ich weiß nicht, wie die Regel ist, ob es die gibt. Klar, wir sind die Benachteiligten, da wünscht man sich immer vielleicht dann nochmal eine Geldkarte, mein Gefühl.
Man kann vielleicht auch Geld geben, was mich danach gestört hat. Ja, viele 50-50 Entscheidungen sind Richtung Mannschaft mit den Leibchen gegangen. Ich habe schon gesagt, vielleicht sollten wir die Leibchen tauschen und wir ziehen sie an. Aber insgesamt, wie schon gesagt, das ist immer das Wichtigste. Wir sind zufrieden mit unserer Leistung. Der Mannschaft haben leider nichts geholt. Ja, und das andere ist passiert, wie es passiert ist. Ja, vielen Dank. René. Caro Köller, als Schule reingekommen, war das geplant, dass er da diese beiden Tore macht? Weil es ja so zielstrebig reingegangen. Ja, wenn man das immer so planen kann, wäre schön. Caro war jetzt auch ein paar Tage im Urlaub. Tut das immer mal ganz gut, wenn er auch eine gewisse Frische hat. Auch lange überlegt, ihn vielleicht von Anfang an zu bringen. Mich dagegen entschieden und war dann einfach nur mal der Joker. Manchmal braucht man das Glück. Wenn nicht viel geht, dann da vorne vielleicht dann auch nochmal eine Möglichkeit für ihn zu machen. Und ja, es hat mich sehr gefreut für ihn. Für uns natürlich toll, dass er uns so geholfen hat. Und ihr seid jetzt ungeschlagen. Wo geht der Weg hin? Ja, der Weg ist schon fast unheimlich, oder? Nee, der ist nicht unheimlich. Ich nehme das gerne mit, den Rückenwind. Aber ja, das ist auch eben im Kreis gesagt. Wir müssen schon sehr, sehr demütig bleiben. Wir müssen schauen, wo wir auch herkommen. Glaube ich, 10 Spiele mehr in der Oberliga als Arnstadt, sind also quasi auch noch eigentlich ein gefühlter Aufsteiger und ein Underdog. Jetzt auch in der Vorbereitung oder in der neuen Saison den einen oder anderen jungen Spieler auch dazu bekommen, der ja auch integriert bzw. entwickelt werden muss. Das macht es natürlich alles ein bisschen leichter, wenn man dann relativ früh auch ein paar Punkte hat. Aber es ist jetzt erst eine Momentaufnahme, die wir mitnehmen, aber ja, mehr auch nicht. Ihr könnt befreit aufspielen. Wie kriegt ein Trainer jetzt 3 oder 4 Tage vor dem nächsten Spiel dieses Spiel dann aus den Köpfen, dass es nicht hängen bleibt? Das Spiel muss ich nicht aus den Köpfen kriegen. Das kann ruhig drin bleiben. Ja, das Ergebnis mit dem Spiel an sich, wie schon gesagt, bin ich sehr, sehr zufrieden. Da kann man aufbauen. Und wenn wir die, ja, auch nochmal eine Schippe drauf, wie Merseburg, wenn du das in Neugersdorf wiederbringst, dann nehmen wir einen neuen Anlauf und ja, doch immer halt zu Hause. Besser gesagt, auswärts unsere Punkte, wenn es zu Hause nicht klappt. Von daher wichtig ist, dass sie jetzt gut regenerieren, dass sie sich ausruhen. Ja, Merseburg war anstrengend, heute war nochmal sehr, sehr intensiv. Und dann geht es am Samstag ganz einfach in der Gersdorf wieder runter. Wie sieht es personell aus? Sind da jetzt neue Verletzungen hinzugekommen? Oder? Der Kader, wie er heute war, da kommt Silvano logischerweise raus mit der roten Karte. Hoffi wird dann mit dazukommen und dann denke ich mal, wird das so passen, also da kommt keiner mehr dazu und ich hoffe auch nicht weg. Ja, René, weitere Fragen? Ach, jetzt mal jemand anders. Hat jemand eine Frage an unsere beiden Trainer? Vielleicht machen wir eine Frage an den Geschäftsführer des S-Bahn-09. Haben wir schon einen Überblick, wie viele Zuschauer da waren? Es waren doch 357. 357 Zuschauer. Und zwar nicht der Geschäftsführer, aber... Ja, der Stachelleiter hat es dann jetzt mal gesagt. Wobei ja unsere Vereinsmitglieder einen Eintritt frei haben, weil die waren wahrscheinlich auch mehr. Ja, die Ränge waren also gut bestückt, gut kann man deutlich sagen. Hast du auch sicherlich so empfunden? Ja, das ist ja sehr schön, so ein Spiel heute auch zu haben. Ich bin mich auch gefreut. Das meine ich wirklich so, dass Arnstadt den Aufstieg geschafft hat. Jetzt ja, eine etwas geballtere Thüringer Wand, die in der Oberliga ist. Ich glaube, wenn man die letzten Jahre das so sieht, war das nicht immer so auch. Ja, und deswegen freue ich mich da sehr. Ja, und würde mir wünschen, dass wir auch alle Mannschaften, auch die Thüringer, ja, eine gute Rolle spielen, dass wir den Spielplan auch durchbekommen. Das wird, glaube ich, nicht so einfach. Deswegen ist es immer schön, müssen wir das auch genießen und hoffen einfach, dass es auch ja, noch lange so anhält. Ja, vielen Dank. Gibt es denn weitere Fragen von den Anwesenden? René Röder tippt in seinen Rechner, du willst jetzt nichts mehr sagen, fragen. Christian, willst du noch gerne was fragen? Ja, dann bedanke ich mich, wünsche allen ein gutes Nachhausekommen, gutes Spiel am Samstag und hoffe, die Thüringer Mannschaften sind sehr erfolgreich. Vielen Dank. Danke sehr.